Vier Punkte. Und zwar, der erste Punkt ist, dass ich mal beleuchten wollte und erwähnen wollte, eine Schwierigkeit, die vielleicht Nicht-Muslime, Muslime wahrscheinlich auch, aber auch Nicht-Muslime haben, das ist die Vielgestaltigkeit und die Uneinheitlichkeit von Äußerungen, die wir aus dem islamischen Bereich wahrnehmen. Ich möchte das mal eben verdeutlichen, nicht als Vorwurf, sondern einfach sozusagen als eine Feststellung. Ich komme ja aus Neustadt am Rübenberge, das ist bei Hannover, und in Hannover sind zurzeit die Salafisten sehr aktiv, diese Aktion LIS, die also die Korane auf Deutsch verteilen. Die sind da sehr aktiv und vor anderthalb Wochen bin ich mit einem ins Gespräch gekommen und der erzählte mir dann, ja, Scharia, Körperstrafen und Züchtigungen, Auspeitschungen, das ist alles richtig. In 2 bis 3 Jahren würde das also in Deutschland auch eingeführt sein und er sei kein Demokrat. Das ist eine Aussage, die ich mal vernommen habe, die ich natürlich nicht glaube, dass das jetzt dem Islam entspricht, aber das hören wir so und wenn jetzt andere Leute den ansprechen, hören die das auch. Dann gehe ich auf ihre Internetseite und lese was ganz anderes. Dann höre ich Nachrichten und höre aus vor allen Dingen arabisch-muslimischen Ländern wiederum Dinge, die mit dem Islam oder die wir dann mit dem Islam verbinden. Also, mein erster Punkt ist, erstmal ist es schwierig, mit dieser Vielfalt, mit den uneinheitlichen Aussagen umzugehen und es macht wahrscheinlich auch Ihre Aufklärungsarbeit nicht einfacher. Und deswegen so der erste Impuls, ja, wie können wir eigentlich mit dieser Vielgestaltigkeit, mit dieser Uneinheitlichkeit umgehen? Und was können wir eigentlich, so, die wir den Islam verstehen möchten, mitnehmen als einen Maßstab, als ein Kriterium, um diese ganz vielen, auch unterschiedlichen Stimmen einordnen zu können? Das ist der erste Punkt. Dahinter steht so ein bisschen die Frage, wer spricht denn eigentlich für den Islam? Das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Und es gibt ja zum Beispiel auch den Zentralverband der Muslime in Deutschland. Wir können vielleicht auch noch erfahren, wie Sie dann dazu stehen, zu dieser Vereinigung. Aber ich finde eben gut, dass 2002 dieser Zentralrat der Muslime in Deutschland eine Charta verabschiedet hat zum Verhältnis der Muslime in einer Grundsatzerklärung, so heißt es genau, zur Beziehung der Muslime zu Staat und Gesellschaft. Und in dieser Grundsatzerklärung 2002 finden sich schon das klare Bekenntnis zum Grundgesetz im Kapitel 11 dieser Resolution, das klare Bekenntnis zu den Menschenrechten, Kapitel 13, zur Demokratie im Kapitel 12 dieser Resolution und im Kapitel 15 wird eine Aufgabe formuliert, nämlich eine eigene muslimische Identität in Europa auszubilden. Und als ich das gelesen habe, ich wusste zum Beispiel, obwohl ich eigentlich in diesen Punkten nicht sehr gut informiere, auch von dieser islamischen Charta, wusste ich gar nicht, aber dass, wenn man das in einer Diskussion mal einbringen kann, dass hier ganz klare Bekenntnisse drin sind, kann das vielleicht auch weiterhelfen. Erster Punkt, wie gehen wir mit dieser Vielgestaltigkeit um? Der zweite Punkt ist, den ich auch fragend so ein bisschen einbringen möchte, wie ist das mit dem Verständnis des Korans und der Sunna, glaube ich. Der Sunna sagt man, wenn ich was Falsches sage so oder ausspreche, bitte ich um Verzeihung. Also wie ist das mit dem Verständnis des Korans und der Sunna? In der Charta, die ich schon gerade erwähnte, steht, beide zusammen, also Koran und Sunna, bilden die Grundlage des islamischen Glaubens, des islamischen Rechts und der islamischen Lebensweise. Und der Koran ist dann nach dieser Charta wie folgt auszulegen, nämlich so, dass er ein zeitgenössisches Verständnis der islamischen Quellen, welches dem Hintergrund der neuzeitlichen Lebensproblematik Rechnung trägt, fördert. Und das finde ich eigentlich, das ist auch eine ganz wunderbare Formulierung. Vielleicht würden wir im christlichen Bereich sagen, das ist so etwas wie eine historisch-kritische Auslegung. Weiß ich auch nicht, wie Sie dazu stehen, würde mich auch interessieren. Aber jedenfalls sozusagen dieses wortwörtliche 1:1 verstehen und übernehmen der Aussagen, das machen wir als Christen mit der Bibel auch nicht mehr, sondern sozusagen wirklich aufgrund der neuen Erkenntnisse, der neuzeitlichen Lebensfragen eine Interpretation wagen. Und das finde ich also auch etwas Wichtiges, also, denn das ist deswegen wichtig, weil man sonst, wenn man das Wort wörtlich auslegt oder so, dann steht man auch im Christentum, natürlich findet man in den Rachepsalmen oder so auch Aussagen, von denen sich eigentlich jeder Christ sagt, das geht so heute nicht mehr. Und nun gibt es ja sicher auch im Koran auch Aussagen, wo man vielleicht denkt, ja, wie kann man das verstehen, kann man das so heute noch vertreten? Und wenn man dann so ein historisch-kritisches Verständnis hat, dann kann man ja damit interpretatorisch umgehen. Also der zweite Punkt war Verständnis des Korans.
Und der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist dann schon nochmal spezifischer der Punkt der Scharia. Und da ist es ja so, dass ich jetzt auch dann gelernt habe, oder vielleicht auch vorher auch schon wusste, das ist ja nicht ein abgegrenzter, fester Korpus an Texten, sondern Scharia ist wohl so ein Sammelbegriff für alle den Menschen von Allah auferlegten Handlungsweisen. Vielleicht kann man es so formulieren. Und die Quellen der Scharia sind ja Koran, Sunna und sekundär so die normativen Auslegungen durch frühislamische Juristen und Theologen. Daraus entstanden dann Rechtsschulen, unterschiedliche. Das alles gehört mit zur Scharia. Und nun enthält sie Regelungen und Aussagen zum spirituellen, zum religiösen Leben. Da denke ich, also fünf Säulen des Islam oder so, da denke ich, da kann ich, das ist Sache sozusagen der Muslime. Und was da an religiösen Vorschriften drinsteht, da habe ich auch gar nichts zu sagen, sondern das sind deren religiöse Praktiken, Rituale, das ist alles in Ordnung. Aber dann gibt es eben, meiner Kenntnis zumindest nach, auch Aussagen zum politischen, zum gesellschaftlichen Bereich, zu politischen, zu gesellschaftlichen Fragen und zum Strafrecht auch, zum islamischen Strafrecht. Und da fangen dann natürlich doch Fragen an, wenn man eben dann da lesen kann, ich denke, ich täusche mich da nicht, dass man das da lesen kann, wenn man davon Auspeitschungen oder körperlichen Züchtigungen bei Ehebruch oder schweren Diebstahl lesen kann, also bei den sogenannten, ich glaube, Grenzvergehen nennt man das, Vergehen, also die direkt Gottes Recht verletzen. Die Todesstrafe findet sich auch in der Scharia, so mein Kenntnisstand. Wir haben im Grundgesetz Artikel 102 stehen, die Todesstrafe ist abgeschafft. Also da sind bei mir jetzt Fragen da. Wie gehen wir, also stimmen diese Aussagen, stimmen diese Bestimmungen, die ich jetzt genannt habe, steht das da so drin? Und wie gehen wir jetzt mit diesen Aussagen um? Denn natürlich ist Todesstrafe und Züchtigung, Auspeitschung und so etwas nicht mit dem Grundgesetz kompatibel. Ich würde mich mal interessieren, wie Sie zu den Aussagen Apostasie, also wenn einer willentlich vom Islam abkehrt, da gibt es ja dann auch drakonische Strafen, wie Sie dazu stehen, das würde mich auch interessieren und dass wir da auch aufgeklärt werden. Ja, also das ist dann eben meines Erachtens nicht mit den deutschen Gesetzen vereinbar. Und der letzte Gedanke hierzu, deswegen kann es für mich auch, das ist hierfür auch eine politische Aussage, jetzt keine wie auch immer gestaltete Scharia-Nebengerichtsbarkeit oder ähnliches geben, sondern ich denke schon an Grundlage von Rechtssprüchen und auch von Rechtsverfahren. Hier in unserem Land können nur die Gesetze und Rechtsprechungsverfahren unseres Rechtsstaates sein. Vierte abschließende Bemerkung. Ich habe länger über die Grafik auf Ihrer Einladung, die man ja auch hier oben rechts nochmal sehen, nachgedacht. Das zeigt ja die Waage und sozusagen die Waagschalen sind eben einmal Gesetzestexte, Grundgesetz und so weiter und auf der anderen Seite das Zeichen für den Islam. Und ich finde schon mal eine ganz wichtige Aussage, da habe ich gefreut, dass Sie sagen, dass es erstmal ein Gleichgewicht ist. Das ist beides gleich wichtig erstmal. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Und ich wollte jetzt nochmal sagen, so für mich als Christ freilich, stellt sich in dieser Form die Frage, geraten Gesetze und mein Glaube in Konflikt grundsätzlich erstmal nicht. Denn der Rechtsstaat, das ist meine Auffassung, mit seinen Bestimmungen ist für mich grundsätzlich absolut konform auch mit meinem Glauben. Und ich persönlich halte diese Aussage auch für jeden Muslim für möglich, allerdings auch für notwendig. Und als Ahmadiyya-Gemeinde, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, werben sie ja auch dafür. Und das finde ich gut und vorbildlich. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier sein kann, ein paar Punkte nennen konnte und dann auch noch in der Diskussion vielleicht auch mich beteiligen kann. Vielen Dank.